Um die Insel mit Elon Huang im Gespräch mit Jay Chen, dem Gründer des Motorroller-Sharing-Unternehmens Wemo. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Jay Chen, dem CTO von Wemo, einem Anbieter eines Motorroller-Sharing-Systems hier in Taiwan. Hier kann man über eine App den nächsten Wemo-Motorroller finden, ihn mieten und benutzen und dann überall dort abstellen, wo es einen legalen Abstellplatz für Motorräder gibt. Ähnliches gibt es ja mit Fahrrädern, zum Beispiel die O-Bikes, die in Taipei aber für viel Ärger gesorgt haben und die jetzt inzwischen ihr Geschäft eingestellt haben, auch wenn man O-Bikes immer noch an allen möglichen und unmöglichen Stellen findet. Wo sieht Jay Cheng den Unterschied zwischen Wemo und den O-Bikes bzw. ähnlichen Systemen? Okay, so I think there's two things that are different. One is how our company operates. When Wemo decides to go. Ich glaube, es gibt zwei Unterschiede. Der erste Unterschied ist, wie Wemo arbeitet. Wenn Wemo sich dafür entscheidet, in einer Stadt tätig zu werden, dann arbeiten wir mit der Stadtregierung zusammen, um unsere Motorroller aufzustellen. Das heißt, als wir in Taipei City anfingen, haben wir uns zunächst an die Stadtregierung gewandt und uns mit ihr ausgetauscht. Das heißt, wir stören die Stadt nicht einfach und beginnen mit unserem Geschäft, sondern wir fragen, welche Bedenken und Probleme die Stadtregierung hat und wie wir diese Probleme lösen könnten. Genauso haben wir agiert, als wir in New Taipei City anfingen. Also unsere Position ist nicht einfach die, dass wir unseren Kunden dienen, sondern wir dienen auch der Stadt. Wir möchten ein Teil des Transportnetzwerks der Stadt sein. Der andere Aspekt ist, wenn die Benutzer sich nicht ausweisen müssen und auf keinerlei Weise lizenziert sind, dann ist es sehr schwierig sicherzustellen, dass dem Benutzer klar ist, wie sie sich bei der Benutzung des Fahrzeuges zu verhalten haben. Auch mit U-Bike, das öffentliche Fahrradverleihnetzwerk in Taipei, hat man zum Beispiel das ewige Problem mit Fahrern, die auf dem Bürgersteig fahren und Fußgänger überfahren. Mit O-Bike kam eine neue Stufe der Komplexität hinzu. U-Bike hat festgelegte Stationen, an denen man die Fahrräder abstellen muss. Für O-Bike gibt es keine festen Abstellplätze. Das heißt, die Leute haben ihre geliehenen Fahrräder einfach überall abgestellt. Und wenn etwas einfach irgendwo und überall abgestellt werden kann, sieht es schließlich einfach wie Müll aus. Dann wird es für die Stadt sehr schwierig, dieser Situation Herr zu werden. Wobei es auch für das jeweilige Unternehmen schwierig ist, das Verhalten der Kunden zu kontrollieren. Denn man kann nicht sagen, du hast das Fahrzeug nicht korrekt geparkt, deshalb darfst du meinen Service nicht wieder benutzen. Auf diese Weise hat man dann keine Kunden mehr. Wir haben uns damals entschieden, Motorroller für unseren Service zu nutzen. Zum einen haben Motorroller ein Nummernschild, das heißt, man kann es verfolgen und es zum Beispiel der Polizei melden, wenn es gestohlen wird. Außerdem benötigt man zum Fahren eines Motorrollers einen Führerschein. So wissen wir, dass unsere Kunden zumindest eine Grundausbildung in Bezug auf die Verkehrsregeln hatten. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass wir mit unserem Service nicht für Chaos und Unruhe in der Stadt sorgen. We know that our customers already have basic training on traffic laws. So then what happens is when we deploy, we're not disrupting the city in any way. Ähnlich funktionieren ja auch die sogenannten E-Scooter in Deutschland. Worin sehen Sie den Grund für die vielen Diskussionen und oft Unzufriedenheit um diese E-Scooter? I think one of the key issues with kick scooters is the same issue with O-Bike. Ich glaube, eines der Hauptprobleme mit E-Scootern ist das gleiche wie bei den O-Bikes. Zunächst hat man eben diese Fahrer, die sich nicht ausweisen müssen und keinen Führerschein benötigen. Da ist es sehr schwierig, deren Verhalten zu kontrollieren. Außerdem muss die Infrastruktur einer Stadt angepasst werden, damit diese E-Scooter vernünftig verwendet werden können. Man benötigt zum Beispiel ausgewiesene Abstellplätze für diese E-Scooter, damit sie nicht für Behinderungen zum Beispiel auf Bürgersteigen sorgen. Außerdem ist da die Sicherheitsfrage. Selbst für die U-Bikes sind Fahrradhelme nicht vorgeschrieben. Das heißt, mit diesen neuen Transportmöglichkeiten muss man sich die Frage stellen, welchen Gefahren setzt man die Kunden aus? Selbst mit Wemo kommt es immer wieder mal vor, dass unsere Motorroller von Betrunkenen gefahren werden. Aber dann kann die Polizei wenigstens den Führerschein wegnehmen und die jeweilige Person kann unseren Service dann nicht mehr verwenden. Das ist bei E-Scootern oder auch Fahrrädern viel schwieriger. Take the license away and we can stop them from using our service. But when you're talking about kick scooters or bicycles, it's much harder to do that. Tatsächlich sieht die Akzeptanz von Wemo hier in Taipei viel besser aus. Was sind Ihre Erfahrungen diesbezüglich? That's something that I was actually really surprised about. We have a lot of customers that seem to be very, our customers seem to be very, very happy with our service. Das ist etwas, was mich überrascht hat. Viele unserer Kunden sind sehr zufrieden mit unserem Service und sehr treu. Viele der Kunden, die sich am häufigsten bei uns melden und uns kritisieren, sind tatsächlich Kunden, die unseren Service mit am häufigsten nutzen. Wir haben gemerkt, wenn man einen Service anbietet, der den Kunden sehr gefällt, dann wollen sie einen unterstützen und bei der Verbesserung helfen.
Einige machen das durch Kritik. Es gibt aber auch andere interessante Weisen. Eine unserer Benutzerinnen entschied sich, eine Art Motorrad-Tagebuch zu schreiben. Sie schrieb ihre Erlebnisse mit dem Motorroller auf, die sie dann in den Sitz des Motorrollers legte und ermutigte andere Benutzer, ihre Erlebnisse ebenfalls aufzuschreiben. Das hat einen kleinen Trend gestartet, was ich sehr nett finde und uns auch hilft. Denn am Anfang weiß man ja nicht, wie der Service von den Kunden aufgenommen wird. Wir wussten anfänglich zwar, dass es einen Markt für diesen Service gibt, aber wie der Service dann tatsächlich angenommen wird, hängt von dem Unternehmen ab, wie es sich verhält und wie es einen Service anbietet. So sind wir bisher sehr erfolgreich in diesem Bereich gewesen. Either fans or loyal customers that appreciate the service itself. So we've been very successful on that front. Und was sagen die Statistiken? The first day we launched, we only had 20 scooters. Okay. Now we have, by the end of this year, we'll actually have 60. Als wir anfingen, hatten wir nur 20 Motorroller. Am Ende dieses Jahres werden es 6.000 sein. Nur in Taipei City und New Taipei City. Und wir registrieren an einem Tag, an dem das Wetter einigermaßen stimmt, etwa 10.000 Fahrten. Anders ausgedrückt, unser Team muss jeden Tag etwa 2.500 Mal die Akkus austauschen. So, our people go out there and swap 2.500 batteries a day. Soweit scheint ja alles ganz gut zu laufen. Doch gab es oder gibt es irgendwelche Probleme oder Herausforderungen? I think when we first started, everyone looked at Wemo with skepticism because our vehicles are so much more expensive. Ich glaube, am Anfang haben uns alle sehr skeptisch betrachtet, weil unsere Motorroller im Vergleich sehr teuer sind. Wir haben unseren Service etwa ein Jahr vor O-Bike gestartet und alle haben gesehen, dass diese Fahrräder so billig waren, während die Investitionen in unsere Motorroller sehr viel höher waren. Andererseits kann man unseren Service viel schwieriger verdrängen bzw. damit konkurrieren, weil die Investition so hoch ist. Das heißt, es ist auch einfacher, länger im Markt zu bleiben, wenn man erst einmal drin ist. Wenn man sich die Fahrräder anschaut, da ist es viel einfacher, damit zu konkurrieren und in diesen Markt einzudringen. Dann hat man aber zu viele Fahrräder, was wieder zu Problemen in der Stadt führt. Also unser größtes Problem am Anfang war es, andere von dieser Idee zu überzeugen, denn es war ein ungetestetes Geschäftsmodell. Unser derzeitiges Problem ist eher das richtige Maß an Wachstum. Viele unserer Investoren möchten ein sehr rapides Wachstum sehen. Doch mit Verkehrsmitteln ist es sehr schwierig, rapide zu wachsen. Man kann auch nicht von einer Stadt erwarten, innerhalb einer Woche ein S-Bahn-Netz aufzubauen. Das benötigt Planung, einen vernünftigen Ausbau, die Leute müssen sich an die Nutzung dieses Verkehrsmittels gewöhnen und so weiter. Eine Linie nach der anderen. Das gleiche gilt für Wemo. Wir müssen unser Angebot langsam ausbauen, darauf warten, dass die Anzahl der Benutzer weiter steigt und dann wieder das Angebot ausbauen. You have to deploy, expand, wait for the user rate to come up, then deploy and expand. Das sagt Jay Cheng, der CTO von Wemo, ein Anbieter eines Motorola-Sharing-Systems hier in Taipei. Apropos das Angebot ausbauen, da sieht es in Taiwan zumindest für Wemo ziemlich gut aus. Denn wie Jay Cheng mir auch erklärte, gibt es schon Pläne für einen weiteren Ausbau des Wemo-Services in andere taiwanische Städte. Aber Wemo hofft auch, dass dieser Service nicht nur auf Taiwan begrenzt bleibt, sondern dass sie ihr Geschäftsmodell auch international verbreiten können. Und tatsächlich befindet sich Wemo schon im Gespräch mit anderen Ländern bzw. mit Vertretern in anderen Ländern. Dabei hat Wemo den Vorteil einer sehr großen Flexibilität. Das heißt, das System von Wemo ist in allen möglichen Motorrollern oder Motorrädern einsetzbar. Anders gesagt, wenn man an diesem System interessiert ist, sagen wir mal in Italien, Deutschland oder Malaysia, Vietnam und so weiter, muss man nicht vollständige Motorroller aus Taiwan in das jeweilige Land importieren, sondern man benötigt einfach nur das System von Wemo, also die Blackbox, die Software und so weiter. Und dieses System kann man dann in seine eigenen Motorräder oder Motorroller vor Ort einbauen. So denkt Wemo ganz konkret daran, lokale Motorroller oder Motorradmarken zu verwenden. Da würde einem zum Beispiel eine Vespa in Italien einfallen. Falls jemand also tatsächlich in der Lage ist und Interesse hat, mit Wemo zusammenzuarbeiten, schauen Sie doch einfach auf unserer Webseite nach. Dort finden Sie auch einen Link zu Wemos Webseite. Und damit verabschiedet sich für heute am Mikrofon Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten Rund um die Insel mit Elon Huang und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auf www.de.rti.org.tw. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.